Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Hausflipper. Wir haben in der letzten Folge angefangen, unsere kleine Küche zu einzurichten. Wir haben endlich das Fliesenlegen verlernt, gelernt, wieso verlernt, gelernt. Und haben dann hier ein bisschen angefangen. Boah, sieht auch ganz okay aus. So 100% umhauen tut es mich aktuell noch nicht, aber das kleine Büro, da werden wir hoffentlich nicht mehr allzu lange drin sein. Würde nämlich gerne bald unser erstes Haus kaufen, dass wir uns dann für uns einrichten. Und dann wird die kleine Hütte hier verkauft. Das kann man nämlich sehr gut machen. Dann verlegt man sein Büro darüber. Und hat dann ein neues, größeres Haus. Weil das hier habe ich nicht mehr lange Lust drauf, sagen wir es mal so. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Geld. Wir haben jetzt, wenn wir hier am Rand gucken, 43.000. Wir können ja schon mal in den Browser gucken, was wir hier haben. Hier so ein kleines Häuschen könnten wir uns für 30.000 schon leisten, theoretisch. Hätten wir noch, ja, knapp 13.000 zum Gestalten, sollte eigentlich reichen, aber glaube, da möchte ich doch was, ein bisschen was Größeres als nur so ein kleines Haus. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Haus von den Grundflächen her. Ja, wobei es ist größer. Aber es war ungefähr vom Aufbau her relativ ähnlich zu dem. Muss also auch nicht sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ich glaube, man kann die sich, genau, man kann die sich ja auch ein bisschen noch angucken. Mit so einer kleinen, so einem kleinen Vordach. Ja, das sieht schon sehr ansprechend aus, wenn wir uns das von innen angucken. Also so sind meistens die Häuser, wenn man sie dann kauft. Lecker. Ich weiß es noch nicht. Zurück zur Hausliste. Was haben wir denn noch? Ja, sowas wäre natürlich schöner von der Größe her, aber da haben wir halt das Geld bei weitem noch nicht. Das ist, glaube ich, mehr Garten als überhaupt Haus. Ja, und hier kommen wir in Preise. Das können wir uns noch nicht leisten. Ja, oder wir nehmen hier so eine richtige Villa direkt, ne? Oder. Oh, das ist aber auch neu. Das kenne ich auch noch nicht. Haus auf dem Mond. Ja, oder was ja auch jetzt neu war, sind ja die Häuser, die man freischaltet zum selber Wohnen, die man hierdurch freischaltet. Vielleicht können wir da ja mal gucken. Das fände ich auch sehr spannend. So bewegen wir die Karte. Sollen wir heute mal hier einen Auftrag machen bei dem neuen DLC? Das wäre das Haus, ne? Genau. Oh, hier ist die Polizei. Ist da was passiert? Oben auch. Ah, das Haus sieht doch aus wie bei den Simpsons. Wie lustig, kann man das schon anklicken? Nee. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Homers Haus, ja guck mal. Wie lustig. Ha, erkannt. Tja. Hier noch mit Strand. Wir gucken uns mal diese Aufträge jetzt an. Mal gucken, was müssen wir denn machen? Wir haben ein Budget von 5.000 Euro.
Wir müssen uns zweimal für etwas entscheiden. Und sieben Räume. Na, ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt in dieser einen Folge abwickeln können. Ansonsten machen wir es wie beim letzten Mal in zwei Folgen, die Aufträge. Neuanfang. Willkommen bei dem ersten Auftrag in Sunset Bay. Bist du bereit, John und Nicole bei der Renovierung ihres Traumhauses zu helfen? Das Haus ist zwar klein, aber der Ausblick ist überragend. Du wirst einige Entscheidungen treffen müssen, wenn es darauf ankommt, die Raumaufteilung zu arrangieren. Der Schuppen unter dem Haus ist besonders problematisch. Ja, gucken wir uns das doch mal an. Das ist das Haus. Ist aber auch schön, dann hier mit der Treppe. Und dann hat man oben den Wohnbereich, so wie das aussieht. Ist auch nicht schlecht, ne? Oh, Auftrag, Neuanfang. Willkommen. Also, das hatten wir eben schon. Ne? Das Haus ist zwar klein, aber der Ausblick ist überragend. Viel Erfolg, Greta Evans. Ja, das ist ja das, was wir gerade schon mal gelesen haben. Sehen auch sehr sympathisch aus, die beiden. Guten Tag. Budget für den Auftrag. Für jeden Auftrag in der Sunset Bay steht dir, wahrscheinlich dir, ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Es ist genauso viel, wie die Familie, die den Auftrag erteilt hat, bereit ist auszugeben. Achte darauf, das Budget nicht zu überschreiten, wenn du renovierst. Ja, hier sehen wir es. Dann im gelben Bereich und dann in den roten. Ich denke mal, es ist am besten, wenn man oben im grünen Bereich bleibt des Budgets. Ich weiß nicht, ob es da noch besondere Bonis dann für gibt. Okay, im Garten. Sollen wir aber direkt schon anfangen und den Müll aufräumen. Unkraut zählt da nicht, nee. Wahrscheinlich hier die Sachen, die hier rumliegen. Räumen wir das doch schon mal alles weg. So. Noch was? Nee, das war's. Jetzt haben wir hier unten die kleine Kammer. Da haben wir auch schon direkt die Entscheidung. Hier müssen wir eine Entscheidung treffen. Räumen wir aber, glaube ich, erstmal den Müll auf. Und gucken dann, was wir hier denn machen sollen. Es ist schon spannend gemacht, dass es nicht heißt, ne, so ja, ich möchte hier in dem Zimmer das und das und genau die und die Möbel, sondern ja, wir können uns nicht entscheiden. Entscheid du mal für uns. So war das der Müll. Ja, und dann putzen wir noch eben mit unserem Supermop. Es geht zum Glück mittlerweile sehr schnell. So, hier vorne auch. Oh, hier haben wir noch Müll vergessen. Ah, da, die Latte hinter der Tür. So. Jetzt haben wir eine Entscheidung zu treffen. Gucken wir uns das mal an. Was sollen wir mit diesem Raum machen? Die Frau möchte. Dieser Platz wäre perfekt für eine Sauna mit Badezimmer. Nach dem Schwimmen im Meer direkt in die Sauna zu gehen, würde super sein. Und der Herr möchte aber keine Sauna, er möchte eine Werkbank. Es würde reichen, hier gründlich zu putzen. Das ist ein großartiger Bereich für den Vorrat, für ein Vorratslager. Oder vielleicht eine Werkbank. Wir würden nur einen Stuhl benötigen. Ist natürlich günstiger, wenn wir hier ein bisschen aufräumen und rumräumen und nur einen Stuhl kaufen. Da bleiben wir definitiv im Budget. Also eine Sauna wäre auch schön. Aber man sieht hier unten, wenn man mal guckt, ne, wenn man bei ihr ist, dann wird er traurig und andersrum. Ja, einen von beiden müssen wir jetzt leider enttäuschen. Vielleicht, also ich glaube, ich wäre jetzt so ein bisschen bei der Sauna. Mal eine Sauna einrichten, fände ich sehr spannend. Wir haben ja noch eine zweite Entscheidung. Vielleicht können wir uns da für den Herrn entscheiden. Dass wir dann beide glücklich gemacht haben. Nehmen wir mal die Sauna. Bist du dir deiner Wahl sicher? Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, jetzt haben wir die Vorgaben, was wir machen müssen. Gegenstand entfernen. Jetzt müssen wir natürlich hier die ganzen Sachen verkaufen.
Weil hier ja was ganz anderes reinkommt als das Büro. Der Tisch auch. Ja. Den Behälter und den Hammer. Dann ist der Raum leer. Da müssen wir auch alles entfernen. Ich meine, hätte man ja bestimmt auch woanders hinräumen können. Aber okay, entfernen wir das. So. Oh, mussten wir das auch entfernen? Nee, ne? Wir brauchen Bodenfliesen, Fußbodenlaminat, dunkle Gegenstände in Position bringen. Achso, die Gegenstände, ja. Die Bodenfliesen. Boah, sind ja auch recht schön. So. Passen nicht ganz so zur Wand, aber gut. Einen Saunaofen. Eine einfache Saunabank. Ne, zwei. Zwei Sauna-Eckbänke. Ein Eimer mit einer Schöpfkelle und eine Saunalampe. Ah, gucken wir mal hier unten. Was ist das? Das ist die einfache Bank. So, mal gucken, wie groß die Sachen sind. Stellen wir das mal da hin. Dann so eine Ecke. Was hatten wir jetzt für eine Farbe? Hatten wir die? Oder die? Die hatten wir. Okay, die ist nur so klein. Die würde ich auf jeden Fall in die Ecke stellen. Wo haben wir das falsch rumgestellt? Nee, ist egal. Okay. Oh, passt das besser aneinander von den Texturen? So, ja. Dann noch eine Bank. So, passt nicht. Müssen wir da drehen. Ja, so halb, ne? Und jetzt noch eine Ecke. Ja, wahrscheinlich passt die dahin. Die Ecke. Ja, sehr gut. Würde ich die nämlich dahin stellen. Auch wenn jetzt hier irgendwie noch eine Bank fehlen würde. Aber gut. Dann haben wir hier den Saunaofen. Passt der vielleicht davor? Da fällt das nicht so auf. Der wird davor passen. Weil ich glaube, es ist zu warm, ne? Wenn man hier sitzt und dann direkt da den Ofen hat. Ich war selber noch nie in der Sauna. Ist mir zu warm. So. Ein Eimer mit einer Kelle. Den braucht man, glaube ich, neben dem Ofen. Und noch eine Lampe. Aber auch in dem Holz. Ist das so eine Eck? Das ist so eine Ecklampe, ne? Hier passt es nicht. Doch da oben wird es passen. Mann. Reicht das vom Licht? Ja, ne? Weil dann sitzt man hier und guckt in die Lampe. Das ist, glaube ich, auch nicht schön. Dann machen wir die mal in den Rücken. Dann wird man nicht so geblendet. So, und dann hätten wir die Sauna schon fertig. Haben wir eine Tür? Nee. Ach da, Saunaglastür müssen wir hier in dem Raum anbringen. Machen wir das als erstes. So. Ja, ist doch schön. Glitscht ein bisschen, wenn man sie aufmacht, aber gut. Eine Sauna. So, jetzt wollen die hier noch eine Dusche, eine Toilette und eine Spüle. Erstmal Fliesen verlegen. Zack. Gegenstand in Position. Ach so. Genau, die Duschinstallation. Oh, die sind so riesig, ne? Machen wir hier in die Ecke. So. Dann brauchen wir noch für die Toilette. Würde ich hier neben machen. Und fürs Waschbecken
Das kann hier gut hin, ja. Dann können wir jetzt noch die Sachen anbringen. Also schon teurer als einfach nur einen Stuhl kaufen. Oh ja, wir sind im Budget. Wenn man jetzt guckt, auch schon im gelben Bereich. Wir haben aber die Sachen geholt, die die gerne für die Räume haben würden. Da müssen wir echt oben in dem Raum gucken, dass wir da definitiv den günstigeren Auftrag nehmen. Damit wir nicht zu viel Geld ausgeben. So. Dusche. Aber wenn man so eine Sauna bei sich haben will, dann muss man halt auch was investieren. Aber ich glaube, das war denen vorher schon bewusst. Oh, jetzt wird das aber eng mit dem Klo da, ne? Das war eben eine andere Dusche beim Kabel installieren, beim Anschluss installieren. Und da ist auch die Toilette vorgegeben. Kriegen wir die trotzdem da vernünftig hin? Ich glaube schon. Immer so enge Klos, die wir hier bauen. So. Haben wir es? Fehlt noch was? Ah. Und das Waschbecken. Kriegen wir auch eins wieder vorgegeben. Aber so in die Richtung wäre ich jetzt eh gegangen. Ich glaube, das passt zu den Möbeln da drin. Hallo, montieren. Da. So. Das Kabel. Bin ich gespannt, was wir oben noch zu erledigen haben. Gut, dann hätten wir hier unten die Räume fertig mit der Entscheidung. Ja. Kann man so machen. Hier auch noch Licht aus. Dann gehen wir mal oben gucken. Aber ich glaube, so fürs eigene Haus selber muss das Haus jetzt nicht sein. So, da haben wir hier auch direkt die Entscheidung. Ach, schön, wie sie sich mitdreht, ne? Machen wir aber erstmal wieder die anderen Sachen. Und zwar reinige die Verschmutzung, die Fenster putzen, Sachen entfernen. Schon frech, dass die einen kommen lassen zum Putzen. Ich bin eigentlich keine billige Putzfrau. So. Dass die Leute mal solche Dreckswohnungen haben. Ist noch hier. Aber die Aussicht ist echt schön, ne? Wenn man hier mal so rausguckt, sieht man an der Seite das Meer. Vor allem hier. Bin zwar mehr so der Mensch für die Berge, aber so eine Aussicht kann man sich zwischendurch auch mal gönnen. So, jetzt muss ich einmal aufs Sofa klettern. Schenke ich denen meine Fußabdrücke? So. Zwei Fenster noch. Nee, das ist sauber. Das ist auch sauber. Okay. Glühbirne wechseln. Ist denn hier eine Glühbirne kaputt? Da nicht. Die Deckenlampen auch nicht. Seht ihr noch eine Lampe? Oder bin ich jetzt blind?
Rücken zum Aufheben. Ist hier noch eine Lampe? Oder in einem anderen Raum? Ne, der Raum ist erledigt. Der Raum auch. Aber schön. Schönes kleines Bad. Ja, bin ich gerade überfragt. Räumen wir erstmal die Schränke hier weg. Leuchter mit Glühbirnen. Ach, entfernen. Genie, richtig lesen würde das Leben erleichtern. Die Lampe soll weg. So. Jetzt haben wir es. Wir haben aber irgendwo was vergessen zu putzen. Ach da, die Arbeitsfläche. Noch was? Haben wir denn noch vergessen? Fußmatte? Nee, aber ach, hier auf dem Sitz. Okay, dann können wir jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Ich bin gespannt. Die Frau möchte auf jeden Fall einen Fernseher. Der Raum wirkt so leer ohne Fernseher. Wir können auch etwas Dekoration anbringen, einen Teppich und ein paar Topfpflanzen. Klingt schon wieder nach sehr viel Geld. Der Mann möchte einen Kamin. Könnte dem Raum seinen letzten Schritt. Ein großer elektrischer Eckkamin würde ein modernes Gefühl bringen und für gemütliche Abende sorgen. Klingt auch teuer. Ja, wir haben gesagt, wir gehen mit dem günstigeren. Jetzt weiß ich nicht, was das günstigere ist. Ich meine, sie möchte Fernseher, einen Schrank, einen Teppich, Deko. Pflanzen, das summiert sich natürlich auf Masse auch. Und ich hoffe, er möchte jetzt einfach nur diesen Kamin. Könnte dann eventuell günstiger sein. Außerdem haben wir auch gesagt, unten haben wir ja schon den Wunsch von ihr erfüllt. Dann gehen wir jetzt vielleicht mit ihm und bringen noch einen schönen gemütlichen Kamin an. Na, es sind doch mehr Sachen als nur ein Kamin. Aber das kriegen wir hin. Ein Elektrokamin. Karamat. Da. 1200 Euro. Aber schickes Teil. Wow. Wie gestalten wir den denn? Steinoptik. Oh, sieht eigentlich ganz schön aus. Oh, nein, ich nehme es zurück. Möchte ich irgendwas Schlichteres, bitte? Das sah ja jetzt. Also in der Vorschau sah es gut aus. Ja, das würde gehen. Wo stellen wir den denn hin? In die Ecke? Ja, das Budget geht runter. Wir haben nur noch 2000. Ob wir das hinkriegen? Rechteckiger Teppich mit Trixel. Was passt denn da für eine Farbe? Ich glaube, die hatten ein blaues Sofa. Ja. Aber das Blau passt nicht so ganz. Noch ein anderes Blau. Hier so ein dunkles. Das passt doch perfekt zum Sofa. Könnte auch ein bisschen krass sein, ne? So die gleiche Farbe. Tisch stellen wir mal richtig hin. Ja, wir brauchen noch Flügelblumen und einen Kronleuchter. Ja, ist klar. Flügelblumen. Nur mal weiße Blüten, bläulicher Topf. Da eine hinstellen.
Und hierhin vielleicht. So. Und jetzt noch den Kronleuchter. Zwei sogar. Ah, okay, das ist nur so ein Ding. Ich dachte jetzt sowas richtig Pompöses. Ist ja niedlich. Machen wir einen hier übers Sofa. Ach, ich hätte wieder auf zwei kaufen klicken können, ne? Und einen über die Essecke. Und wir sind im Budget im roten Bereich. Aber wir haben alles erledigt, was sie gerne hätten. Wir sind in deren Budget geblieben. Aber hart an der Grenze. Wäre natürlich gerne im grünen Bereich geblieben, aber dann hätten wir unten wahrscheinlich nicht die Sauna machen dürfen. Wahrscheinlich eher den Fernseher als den Kamin holen müssen. Aber ist jetzt so. Ich finde es aber eigentlich ganz schön. So, dann können wir den Auftrag jetzt wieder abgeben. 100% erfüllt. Für 5000 abschließen. Ach, die 5000 kriege ich jetzt. Okay. Ja. Jetzt werden wieder hier schöne Fotos gemacht. Was wir gestaltet haben. Ja, dann wäre jetzt ja nichts gemacht. Da haben wir das Haus. Sehr schön. Ach, noch mehr. So. Okay. Wir haben ein neues Haus freigeschaltet. Schließe alle Aufträge ab, um neue Häuser zu kaufen und renovieren. Freizuschalten. Schau auf deinem Laptop im Büro nach, um zu sehen, welche Häuser zur Verfügung stehen. Genau, wir könnten jetzt theoretisch dieses Haus kaufen und da unser Büro rein verlegen. Aber so schön fand ich das jetzt nicht. Das müsste jetzt im Browser verfügbar sein. Wir gucken mal eben schnell. Genau, hier, HGTV. Könnten wir jetzt kaufen für 97.000. Ja. Können wir uns eh nicht leisten, alles klar. Hat sich das auch schon wieder erledigt. Aber ihr Lieben, ich sage dann mal Tschüss. Die Aufnahme, die Folge ist schon leider wieder vorbei. Wir sehen uns, hoffe ich, in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüsselü.